Nachdem mein Vater verschwunden war, hat sich Mama jeden Tag Sorgen um ihn gemacht. Dann haben sie die ganzen Sorgen krank gemacht. Aha. Sie wurde immer dünner und konnte kaum aus dem Bett. Es wurde immer schlimmer und am Ende hat man mich zu meinem Onkel geschickt. Ich wollte sie sehen, aber mein Onkel sagte immer, ihr geht es nicht gut genug. Und dann hat mir dieser Brief, dann hat er mir diesen Brief von ihr gegeben. Dann ist sie gestorben, bevor ich sie wiedersehen konnte. Oh, jetzt verstehe ich, warum dir so viel an diesem Brief liegt. Ja. Aber warum hast du ihn ausgerechnet hier vergraben? Als ich letzten Sommer nach meinem Vater gesucht habe und weggelaufen bin, war ich nachts immer ganz alleine. Immer wenn ich Mamas Brief gelesen habe, musste ich weinen. Guck, und der sagt, dass sie noch weinerlich ist. Aber ich wusste, so finde ich nie Hinweise, wo mein Vater steckt. Ich musste ganz stark sein. Also habe ich den Brief hier vergraben. Das bringt das nämlich, dann wird man automatisch stark. Oh. Ashley, außer dir habe ich noch nie jemandem davon erzählt. Warum ist das so? Weil wir Freunde sind, nicht? Ich habe mich immer gefragt, wozu Freunde gut sind. Das weiß ich auch nicht. Beim guten Freund habe ich das Gefühl, ihm alles erzählen zu wollen. Ich will, dass er mehr über mich erfährt. Ja, dafür sollen Freunde da sein. Also Kinder, ihr braucht gute Freunde. Oh Matt, bevor ich es vergesse. Ich recycle immer eure Dosen. Lass uns den Musikplayer holen. Den von Elizabeth? Wieso? Warum? Wenn wir nichts tun, erzählt Elizabeth allen, du hättest ihn gestohlen. Wir bringen ihn nur zu ihr zurück und verlangen, dass sie sich bei dir entschuldigt. Weil wir brauchten ja auch zwei Leute, um die Kisten holen. Okay. Ich schwöre dir, ich habe ihn bei der Mine gefunden. Der Musikplayer und den Kartenausweis. Nee. Verdeckt von irgendwas. Was für ein Tuch? Das war ein Taschentuch oder sowas. Also, da ist bestimmt ein Kürzel drauf. Also, als wir Elizabeth vorhin getroffen haben, habe ich ein... Dieses Taschentuch sah so ähnlich aus wie Elizabeths Kopftuch. Und wo ist das Taschentuch jetzt? Keine Ahnung, ich hab's nicht mitgenommen. Ja, weil man nimmt ja auch... Was ist das für eine Frage? Also sollte es noch bei der Mine sein. Komm, holen wir's. Okay. Ach ja, deine Schatzkarte. Ich denke sie dir. Ich will den Müll nicht. Hier hast du sie. Ich hab draufgespuckt. Danke. Gut, wo wollen wir jetzt hin? Zur Mine! Wo ist die? Links. Also jetzt links. Ja, links. Links also? Links. Wow! Oh! Ich find, Mops, Geschwindigkeit! Das sieht geil aus, ey. Mine, Mine, bam, wo bam, bist du? Bam, 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 bam. Mine, Mine. Ja, Minus. Oh, jetzt geht's nochmal so ab. Wir waren noch nie bei der Mine. Ich dachte, wir holen jetzt erstmal die Musik rein. Die Musik? Hey! Da ist wieder der große Hund mit dem Wuschelfell. Voll süß mit dem Wuschelfell. No entry. Er liest das gerade. Was machst du da? Ist das Professor McGonagall? Ein Warnschild. Darauf steht, Zutritt verboten. Die St. Lawrence Mine ist geschlossen. Hier steht eine Holzkiste. Es ist drin, Ash. In der Kiste. Da drin? Da ist ein Taschentuch in der Kiste. Warum sollte jemand da überhaupt ein Taschentuch hineinlegen? Aber es ist auf jeden Fall dieselbe Marke wie das Kopftuch, das Elizabeth trägt. Sie trägt nur Marken. Ich hab noch nie gesehen, dass sie ein Kopftuch trägt. Ich hab die gar nicht angeguckt. Der Hund schon wieder. Wie heißt der wohl? Na, wie heißt du Hündchen? Bello? Matthias. Benji? Warum immer Benji? Du lachst gerade über Bello. Bello, haha. Doch nicht Bello, das ist ein mega Kackname, genau wie Benji. Das ist ja so komisch. Also ist Benji einer von den berühmtesten Hunden, die es gibt? Klingt doch süß. Wie willst du deinen Hund dann nennen? Na, ich weiß nicht, mein Großvater würde so einen Hund so nennen.
Du bist zwar schon 16, aber so alt ist das dann doch nicht. Bello ist doch kein schlechter Name. Wie wär's mit Bolz? Ich habe mal ein Spiel gespielt, der hieß ja auch Bello oder so ähnlich. Das sind Leute. Was für ein Spiel. Hat er gesprochen und Leute aus brennenden Häusern gerettet? Lassie oder was? Weiß nicht mehr. Aber je länger ich drüber nachdenke, hieß der wohl doch anders. Ja, der ist Benji. Also Bello heißt er auf jeden Fall nicht. Du hast ihn doch Vincent nennen. Das lesen wir nicht vor, nee. Das ist... Oh nein. Prinzessin. Nein, ihre Hobbys Kronen tragen und Damenunterwäsche tragen. Stimmt. Ich lege den Namen jetzt nicht vor. Stimmt. Deswegen Princess. So heißt auch der Hund von... Ja, genau. Das ist also... Jupp. An ihrem Halsband hängt eine Marke. Da steht ihr Name drauf. Bist du ein gutes Mädchen? Hey, Mesh, magst du Hunde? Ja, ich esse sie. Als ich klein war, wollte ich einen haben, aber unsere Wohnung war zu klein. Auf dem Nachhauseweg bin ich immer an einem bestimmten Haus vorbeigelaufen. Die hatten einen total niedlichen Hund, den wollte ich immer sehen. Das ist der Minensehen. Dann magst du ja Hunde wirklich, was? Der Hund war groß, so wie... Na, wollen wir Freunde sein? Ich hab aber doch gar nichts. Das ist die Verarsche. Was mach ich? Gib ihr was. Nee, aber ich hab ja nichts. Doch, du hast noch Trockenfleisch vom letzten Sommer. Jetzt gib ihr einfach was. Die wird schon was haben. Hier, was zum Knabbern. Dreck und Steine. Dreck und Steine. Leider hab ich... Ich hasse dich! Ja, wie kann sie denn so dumm sein und darüber nachdenken? Nächstes Mal vielleicht. Okay? Tschüss! Ja, macht sie so Daumen so... Chris Redfield-mäßig. Braves Hündchen. Okay. Matt und ich holen jetzt den Musikplayer. Bis später. Voll gemein, ey. Jetzt haben wir irgendwas dadurch nicht geschafft. Jetzt ist der nicht unser Freund. Dann geh doch hin und streich ihn. Und später rettet er uns aus der Mine. Streiche sie jetzt. Was machen wir jetzt? Was hat der scheiß Musikplayer aus dem Dings. Geht nicht. Das ist jetzt echt so. Eigentlich würde der einen retten, aber das macht er jetzt nicht. Das Spiel ist nicht so. Doch. Das wäre bei dem Alman Another Code auch. Wo war das denn? Weiß ich doch nicht mehr, wo das war. Ja, hierher. Sicher. Da muss ich gar hin. Nein, hier muss ich doch nicht hin. Ach, du musst ja jetzt durch. Oh, du bist ja voll schlau. Kannst du das nicht lösen? Es liegt einfach daran, dass du keine Orientierung hast. Egal wo, in was. Ja, aber hier sind tausend Wege. So. Ups, das wollte ich nicht. Das geht doch gar nicht. Es ist das Ding dort hinten, nicht wahr? Nein. Gut, ich heb die obere Kiste hoch und du greifst rein und holst es dir. Ja, das, was nicht da ist. Der Hut, der nicht da ist. Der Hut? Die Kreide. So eine Story auf YouTube. Nein, das ist nicht bei YouTube. Matt, beeil dich! Nein, ich versuch so lange zu machen, wie es geht. Mir geht die Kraft aus! Geschafft! Rosa Musikplayer erhalten. Oh, die freut sich, ist ein Kind. Gehen wir zum Haus meines Papas. Okay. Eben sollten wir noch zu der Brücke gehen. Wir sollten uns doch bei der Brücke treffen. Mit dem Vater. Hä? Ich dachte, ich kann Linus treffen. So, mal sehen, ob wir jetzt da ankommen. Ich bin sehr gespannt, Alter. Das wäre so geil. Das ist das Ende des Spiels. Ja. Ich würde mich so mega freuen, wenn wir da ankommen. Machst du sowieso. Ja. Das sprudelnde Hotel. Wow! Und das Schild ist aber nicht mehr. Ist das das Haus? Ach, das ist ja das. Das Bootshaus. Jetzt musst du rechts, also zu uns. Ja. Waren wir doch noch nie, wo wird das wissen? Ja, deswegen, ja. Ja, aber hier waren wir auch noch nie. Ja, aber da war kein Haus.
Sachen hier. Hä? Tannen. Dort ist jemand. Das ist der Mann, der mit der Sonnenbrille. Den habe ich doch auf dem Weg zur Mine gesehen. Wo geht er wohl jetzt hin? Guck, wir kommen schon wieder nicht an. Ah, was ist denn lustig? Nur weil du falsch gegangen bist. Nein. Das ist schon geschafft. Wir müssen ihm folgen. Gehst du etwa zum Glockenturm? Ja. Ich nicht. Na los, Matt, sehen wir uns dort mal um. Ich soll da nicht hingehen. Ich gehe nicht mit. Das habe ich meiner Mutter versprochen. Erinnerst du dich noch? Ach ja. Nur zu, Ash. Ich warte hier auf dich. Bist du sicher? Ja, gar kein Problem. Aber wenn du hier allein bist, könnte dich Dan sehen. Könnte dich dann Dan sehen? Ich weiß etwas. Da drüben ist ein Holzverschlag. Warte dort auf mich, okay? Alles klar, zum Holzverschlag. Da wird jetzt bestimmt vergewaltigt. Und ich könnte heulen, dann ist es beschissen. Nur meine Mutter hält mir davon ab, mir Säure ins Gesicht zu geben. Jetzt kommt die große Über. Da ist der. Über Gegenüberstellung. Da! Das ist aber auf dem Foto, haben wir doch irgendwas damit. Ja, nee. Wo geht er denn hin? Ist das nicht der? Was ist das? Das ist so eine Statue. Ach, das ist die Meerjungfrauen-Statue, ne? Da steht immer nur überall rum so. Das ist schon ein Secret, ne? Da ist er ja. Was macht er da? Sie hat bestimmt gehört. Moment! Schreit sie das jetzt, oder? Denkt sie das jetzt? Das wissen wir doch. Das ist ihre Mutter in einem Staat. Die sieht voll aus wie die Mutter. Das waren die jetzt erinnere ich mich. Hier war ein Mann, er hatte eine Mütze auf. Er war dick und hatte einen Bart. Aber keine Haare. Ein Mann mit einer Mütze. Er war hier. Das ist scheiße. Huch. Sei versucht. Du stehst in der Gegend und starrst vor dich hin. Bist du etwa krank? Nein, es ist nichts. Ich habe mich nur daran erinnert, hier schon mal gewesen zu sein. Soll ja vorkommen. Sowas. Du bist also schon einmal hier gewesen. Dann bist du ja nicht zum ersten Mal hier. Ja, das ist dasselbe. Scheint so. Dann nehme ich an, du bist Ashley Mitsuki Robbins, richtig? Wie? Sie kennen mich? Ja, ich weiß auch, dass du die einzige Tochter von Dr. Richard Robbins bist. Moment mal, und wer sind Sie? Ich heiße John Smith. Das ist so ein typischer Agent. Ja. John Smith, seine Hobbys. Und Rehe vergewaltigen. Mr. Smith... Woher kennen Sie meinen Namen? Nun. Was? Sie wollen es mir nicht verraten? Lieber nicht, nein. Was soll das denn heißen? Sie kommen hier im Anzug, mienen sich auf dem Zeltplatz ein, ohne zelten zu wollen? Dann wandern Sie überall herum, vergewaltigen Rehe? Wissen Sie eigentlich, dass die Leute hier Sie für einen durchgedrehten Sonderling halten? Durchgedrehten Sonderling? Du fällst aber ganz schön aus, Mädel. Aber zerbrich dir nicht dein kleines Köpfchen. Ich hab's mal gemacht. Ich will niemandem etwas tun. Dann sagen Sie es mir. Was treiben Sie hier überhaupt? Nachforschungen. Sie forschen nach? Sind Sie etwa ein Wiesensch... Nein, ich bin ein Journalist. Ich versuche herauszufinden, was hier vor 5 Jahren geschehen ist. Mr. Smith, was ist denn vor 5 Jahren passiert? Wenn ich das wüsste, wäre ich ja nicht hier. Es ist ein ungelöster Fall. Wie bitte? Es ist ein ungelöster Fall. hey. Am Lake Juliet ist etwas geschehen und ich gehe der Sache auf den Grund. Aber was ist denn geschehen? Das musst du... Das muss ich nicht kümmern. Ich versuche gar nicht erst, mich mit Fragen zu löchern. Fragt mich doch kein Hundbaum. Das tue ich doch gar nicht. Es ist nur so, der Vater eines Freundes ist hier vor 5 Jahren verschwunden. Und er sucht nach ihm. Also habe ich mich gefragt, ob das etwas damit zu tun hat, was hier passiert ist.
Ein Freund von dir sucht seinen Vater. Ja, wir haben uns heute kennengelernt. Er heißt Matt. Sein Vater war Michael Crusoe. Wirklich? Michael Crusoe? Ich glaube eher nicht. Mr. Smith, der Fall, den Sie untersuchen. Es geht doch nicht etwa um Matts Vater, oder? Punkt. Ashley, war dein Freund Matt mal am Glockenturm? Was ist da? Gerade alles voll Mystery. Bestimmt dieser Turm, der die, eigentlich sind die, sehen die alle so behindert aus. Und das, dieser Effekt ist ja Fringe-mäßig. Nein, er will da nicht hin. Er hat seiner Mutter versprochen, dort fernzubleiben. Das ist auch gut so. Nee, da verwandelt er sich dann so wie so ein Gook und so ein Affen oder so. Mr. Smith, bitte, was ist hier vor 5 Jahren geschehen? Erzählen Sie mir noch wenigstens ein bisschen darüber. Ein bisschen, bitte, nur ein kleines bisschen, bitte. Ashley, ich wiederhole mich nur ungern. Du steckst deine Nase in Angelegenheiten, die dich aber auch gar nichts angehen. Halte dich da besser raus. Auch du solltest auf Matts Mutter hören. Halte dich vom Glockenturm fern. Aber... Ich gehe jetzt einfach weg. Jetzt gucke ich mir erstmal nochmal die Statue an. Die Statue einer Meerjungfrau. Sie wirkt märchenhaft mit dem Lake Juliet im Hintergrund. Sie hat gar nicht erklärt, was sie da gesehen hat, ne? Ich mochte das immer. Doch, sie hat gesagt, ein Mann mit einer Mütze. Ja. Eine Tafel. Auf ihr steht Folgendes geschrieben. Möge diese Statue über die Anmut und die reinen Fluten unseres geliebten Sees wachen. Gewidmet sei sie meiner geliebten Tochter Charlotte und meiner wundervollen Frau Lily. Beide standen mir, ihrem Vater und Ehemann, treu zur Seite, als ich zum Schwerte griff, während sie im segenspendenden Mondlicht badeten und von Liebe umgeben waren, die wie zarter Blütenduft die Weiten eines Landes unsere Gemüter erfüllte. Ewiger Zeuge dessen ist das Wappen der Familie Graham. 20. Juli 1959, Benjamin Graham. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück zu Matt. Also langsam kommt jetzt ja endlich mal sowas Mystery-mäßiges rein, dass man sich auch mit der Story so, dass da was Interessantes passiert. Ich suche Matt. Geh zum Glockenturm. Du hast gesagt, du gehst zum Glockenturm. Nicht, du hast das gesehen. Der ist jetzt eh weg. Was für ein Holzverschlag, Mann. Dahin. Ach so, okay, ich muss da doch hin. Ich gehe zu diesem Glockenturm. Ha, ha. Ich dachte, ich muss da mit Matt hin, weil der sich ja dann erst zum Affen verwandelt. Oh nein, jetzt wird mir alles klar. Am Ende treffen sich da alle und gehen ins Licht. Ja, in der Tür des Glockenturms ist ein Wappen angebracht. Darauf sind eine Blume, der Mond und ein Schwert zu sehen. Das hat was mit dem Text zu tun. Als ich zum Schwerte griff und die haben im Mondlicht gebadet. Das andere weiß ich gar nicht. Dieses Wappen. Ich kann mich erinnern, Mama mal vor dieser Tür gesehen zu haben. Da zeigt die bestimmt auf irgendwas Wichtiges. Wo kam denn da eine Rose vor in dem Text? Ja, der Duft war wie Rosenblüten oder so ein Scheiß. Ja, was sagt das? Die Reihenfolge vielleicht, ja, genau. Indem man die Antiken auch so... Weißt du? Hier war das also. Das Wappen ist auf der Tür des Glockenturms zu sehen. So winkelgassenmäßig musst du dir das anteilen. Was war das jetzt? Ich muss das ja noch nicht machen. Ich weiß das ja auch noch nicht. Toll. Stimmt, das hätte Matt auf keinen Fall sehen dürfen. Ja, vielleicht, wenn er das Wappen sieht, verwandelt er sich. Ja, das ist sowieso ein Wort oder so, was man sagt. Wie bei diesem Film war. Ja.